Jo Freunde, willkommen zum Podcast. Wir sind wieder hier mit einem neuen Podcast und zwar inzwischen schon in der 6. Ausgabe. Es läuft echt gut, wir kommen echt gut voran, machen jetzt immer wieder Parts. Der letzte Part ist allerdings dann schon wieder 2-3 Tage her, aber das ist, denke ich, keine Schwierigkeit. Wir haben uns das Format aus der letzten Podcast-Folge rausgenommen, und zwar die Charakter-Analysen. Wir haben das ja im letzten Part schon kurz angeschnitten, dass wir das mal machen wollen, und das machen wir jetzt auch direkt. Natürlich mit dabei, wer sollte es anders sein, der One Piece-Theoretiker. Ja, Leute, ich freue mich ganz besonders auf diese Podcasts hier, weil man hat einfach mal die Zeit, einen Charakter komplett mit allen Aussagen von Oda, mit allen Geschehnissen, mit dem Wiki-Beitrag offen, damit wir wirklich alles unter die Lupe nehmen, hier mal komplett auseinanderzunehmen. Und ja, ich freue mich. Und heute haben wir auch gleich den ich sag mal so, einen der geilsten Charaktere aus One Piece, kann man sagen. Deswegen, ja. Ja, oder auch einer der spannendsten. Und zwar haben wir Marshall D. Teach, beziehungsweise Blackbeard, so der bekannteste Antagonist aus dem One Piece-Universum oder der Charakter, wo es, wenn man ins Thema Antagonist geht, auf jeden Fall diesen Namen mit als erstes hört im One Piece-Universum. Erstmal, wir gehen natürlich alles durch. Sprich, ein Punkt ist die Vergangenheit, dann natürlich Stärke, Fähigkeiten, was man noch nicht weiß, generell sowas. Auf die Crew gehen wir jetzt nicht so speziell ein. Es gibt ja auch schon das Kaiser-Kommandanten-Video, da haben wir auch da schon groß über die Crew gesprochen. Aber kommen wir als allererstes mal zum Namen Blackbeard selbst, weil das ist schon interessant. Da habe ich mir nämlich nochmal einen anderen Wiki-Artikel aufgemacht, und zwar den von Blackbeard selbst. Möchte ich euch nur mal kurz einen kleinen Hinweis geben, denn klar, natürlich ist Blackbeard dem Piraten Blackbeard nachempfunden. Aber was interessant ist, oder was diesen Bezug zu One Piece, finde ich, so cool macht, ist ist nicht nur die Namensgebung Blackbeard, denn Blackbeard heißt ja Marshall D. Teach, und der Name Teach wird den meisten ja auch im Zusammenhang mit Blackbeard bewusst sein. Das ist allerdings ja ein Irrtum, und zwar ist es so, dass also sein bürgerlicher Name Edward Fetch war, und die einzige damalige Tageszeitung in den englischen Kolonien, Boston Newsletter heißt die, die hat ihn Edward Teach genannt. Das heißt, Teach ist eigentlich nicht sein richtiger Name, sondern Fetch, und wir kennen sowohl Edward von Edward Newgate, also Whitebeard, und Fetch von den damaligen Divisionskommandanten von Whitebeard. Das heißt, beide Namen sind Blackbeard nachempfunden, und er hat quasi beide Namen getötet, könnte man sagen. Also er hat beide Personen getötet. Damals quasi schon der Bezug dazu. Das heißt, man hätte es eigentlich auch daher predicten können. Ja, das heißt, Teach in dem Sinne nur der Name, der ihm damals gegeben wurde, der aber gar nicht sein bürgerlicher Name ist. Dennoch ist es dem nachempfunden. Wofür das Marshall steht, ich habe auch mal nachgeschaut, aber es gibt extrem viele Deutungen. Gerade geografisch gesehen kann man da auf 1000 Sachen schließen, die möglich sind. Deswegen, da habe ich jetzt keinen direkten Bezug. Aber ich finde das schon mal interessant, weißt du, so Edward und Fetch, und dann halt beide wurden von ihm getötet. Auf jeden einfach Fall so ein Mastermind-Plan von Oda, so, weißt du. Total, total. Bei den Namen alleine und so. Und auch historisch, 2011 war ich in England, und da war, ich weiß noch, da hatte ich so eine Führung durch so eine kleine Stadt, ich weiß nicht mehr, und da war auch, gab es so ganz viele Blackbeard angehauchte, also so Bars und so, und auch eine Statue von Blackbeard, also von dieser historischen Person und so, weiß ich noch, kleiner Funfact am Rande, und das, da ist mir das damals schon aufgefallen, so, ist mir wie Schuppen von der Haare gefallen. Wie Schuppen von der Haare. Also, da war ich auch schon mal ein Peace-Fan, habe ich so, und ich kannte halt die Namen von den Charakteren, und dann hat der englische, sag ich mal, der Reiseleiter, hat uns dann den Namen gesagt von ihm, und da dachte ich so, was, das ist ja... Das ist ja gerade krass so. Ja, das ist heavy. Also das auf jeden Fall als Info. Oder hat das auch bestätigt, quasi, dass Fetch, der Divisionskommandant, auch Blackbeard nachempfunden ist, also der damaligen Figur. FPS Band 49 hat Oda das Ganze beantwortet. Also da auf jeden Fall für euch der Hinweis, dass quasi schon immer dieser Zusammenhang war zwischen Fetch und Blackbeard und halt Whitebeard und Blackbeard, beziehungsweise halt Edward Weeble, weil Sohn, Pipapo, das quasi dazu. Aber kommen wir, würde ich sagen, als erstes zu Blackbeards Vergangenheit, oder? Machen wir als erstes die Vergangenheit, ne? Rollen wir das auf. Wollen wir letztendlich im ersten Geschehen, wo wir ihn das erste Mal gesehen haben, oder wollen wir gleich bei dem Bild aus seiner Kindheit? Bild ja, würde ich auch sagen. Kindheit. Ganz chronologisch, das erste, was wir zu Blackbeard haben, ist ein Bild von Blackbeard als Kind, was wahrscheinlich auch viele von euch gar nicht kennen dürften. Aber es gibt ein Bild, was Oda gezeichnet hat von Blackbeard. Und das Interessante davon ist nicht nur Blackbeard als Kind so an sich, weil er sieht als Kind so aus, wie man es sich vorstellt, sondern zwei Details sind für mich wichtig. Das eine ist, er sieht sehr traurig aus, er heult auf dem Bild sieht generell von der Statur sehr traurig aus. Und das andere ist der Mond, der Halbmond im Hintergrund. Also über die beiden Sachen können wir auf jeden Fall schon mal schnacken. Es ist komisch, dass
man sieht ja keinen Hintergrund letztendlich. Es wurde im Manga wurde es in der FPS mal gezeichnet und dann wurde das Ganze nochmal koloriert für, war das Film Z oder Strong World oder so? Nee, ich glaube Film Z, da wurde es am Ende nochmal eingeblendet. Und man sieht da diesen Halbmond, wo ja viele gleich wieder die Theorien stricken zum D oder sonstiges, aber dahinter, hinter dem Halbmond sieht man halt so ein bisschen ausgeschwärzten Bereich. Letztendlich, das soll, glaube ich, auch darstellen, dass es Nacht war oder sonstiges. Ja, oder Blackbeard halt. Ne? Also, wie gesagt, dass er vielleicht damals schon zu der Dunkelheit hingezogen war. Aber es sieht ziemlich wirklich deprimierend aus. Er weint, er ist traurig, er sitzt da zusammengekümmert. Also, ich finde, das lässt auch darauf hoffen, dass Blackbeard auch am Ende als Antagonist, natürlich, er ist so vom Durchdachten und so ist er natürlich der Krasseste vom Krassesten. Aber so auch, was seinen eigenen Charakter als Tiefe und seine Beweggründe, warum er so handelt, dass das eventuell dadurch begründet wird. Weil also, er sieht für mich jetzt, wir haben zum Beispiel als Paradebeispiel das von Akainu oder so, der sieht ja voll zerrupft aus, weißt du, mit so Lumpen an und so. Und der, also er sieht jetzt nicht aus, als wäre irgendwie, also sieht aus, als wäre er noch gut bürgerlich aufgewachsen, so bin ich ganz ehrlich. Scheint aber trotzdem irgendwie traurig zu sein über irgendwas. Was das sein wird, aber wie gern würde ich Oda das fragen, ne? Aber das ist wirklich so ein Ding. Total. Und was dieser Mond bedeutet, es könnte sein, dass er sich damals schon zu der Dunkelheit hingezogen gefühlt hat, dass er eher so der in sich gekehrte, introvertierte, einsame Typ war und einfach dann vielleicht so diesen Hass oder diese Liebe zur Dunkelheit entwickelt hat oder sonstiges und dass er deswegen, ich weiß es nicht, oder hat das vielleicht was anderes damit zu tun mit seinem Körper, dass er nicht normal sei? Es kann so vieles sein, warum er da trauert. Und die ist ja auch so einer der bekanntesten mit dem Halbmond, Zusammenhänge. Ja. Weil logischerweise, er sieht sehr traurig aus als Kind. Wir wissen, Backstories in One Piece selbst sind immer sehr, sehr traurig meistens bei wichtigen Charakteren. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, es gibt ja den Zusammenhang so Dämmerung, die Dorn und so weiter und so fort. Wenn man es irgendwie darauf bezieht und man logischerweise auch davon ausgehen muss, dass die Eltern von Blackbeard ja auch das die hatten, dass die vielleicht gestorben sind, er als Kind quasi heult und das ist so ein bisschen der Zusammenhang zu den Ganzen, weil irgendein Elternteil oder beide müssen ja auch das die von Black, also müssen ja das die gehabt haben und wenn die gestorben sind, was nicht unüblich ist in One Piece Flashbacks, im Gegenteil, das ist so der Klassiker, dann würde das ja auch begründen, warum er so traurig ist, ja, wie du eben schon kurz angeschnitten hast, entstanden ist das Ganze im FPS Band 63, war das glaube ich, wo Oda halt die ganzen Samurai als Kinder gezeigt hat. Und das ist halt auch wichtig, weil da gibt es nicht so viele krasse Details. Also es gibt schon ein, zwei Details, gerade bei Mihawk und so, aber jetzt nicht so, dass es auf irgendwas hindeutet. Aber bei Blackbeard, finde ich, ist dieser Mond halt übelst, also so richtig so, schaut das an, da gibt's ja, was zu holen. So. Deswegen, das auf jeden Fall schon so die erste relevante Info, dass Blackbeard eine sehr prägende Kindheit hatte, höchstwahrscheinlich, was halt cool ist, weil er ist so der wichtigste Antagonist und es wäre halt einfach wack, wenn er einfach so von einem Tag auf den anderen sagt, ja, um meine Ziele zu erreichen, mache ich das und das, weißt du? Ja, ja. Das, also ich finde es auch interessant, wie gesagt, diese ganzen Kindheitsbilder, so viel haben die gar nicht auf dem Zettel und der 0815 One Piece Fan, der das nur so guckt immer jede Woche und so, der sich nicht das so viel mit beschäftigt, der wird die auch gar nicht auf dem Zettel haben, aber ich finde es interessant, da mal ein bisschen hinzublicken und vielleicht, also es gibt ja auch von Kusan, jetzt mal ein bisschen abschweifen, Kusan, dieses Bild, der sieht ja exakt so aus wie Brook in der Kindheit, die sehen ja wirklich 1:1 identisch aus, Kusan und Brook, was auch richtig komisch ist, und ja, so, lass uns weitermachen mit Blackbeard, so, wann haben wir ihn das erste Mal gesehen, das war meines Erachtens war das nicht auf, das war ja auf Jaya, das erste Mal, wo die Strohbande sie auch getroffen hat. Und damals weiß ich noch, so um jetzt auch mal ein bisschen aus meiner Erinnerung zu reden, also ich habe den gar nicht ernst genommen. Also ich habe den, weil zu dem Zeitpunkt war One Piece auch noch nicht so, dass man gemerkt hat, es baut sich in der Story etwas noch viel Größeres auf, was sich durch die ganze Geschichte zieht. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Da war es ja immer so, interner Arc, dann geht's weiter, interner Arc, dann geht's weiter so. Und man weiß, okay, irgendwann gibt's ein Finale. So, aber dass ich über diesen ganzen Arcs noch einen Storystrang oder mehrere später hinausstrecken, wie jetzt das mit Blackbeard, was wohl der größte ist, und das auch so früh ist. Also, es war ja schon auf Alabasta, wurde das ja schon von Ace angeteased, dass er auf jemanden jagt. Also, da schon. Und das war ja Blackbeard. So. Also, da hat Oda schon alles durchdacht letztendlich. Und ich denke sogar, dass er ganz, ganz, ganz am Anfang, im allerersten Chapter, wo er Shanks gezeichnet hat mit der Narbe, dass er da an die Narbe, weil wenn man so einen Charakter zeichnet und eine Narbe, ich glaube, da denkt man auch gleich die Geschichte von dem Charakter, wo er die Narbe her hat. Und ich glaube, da hat er schon Blackbeard entworfen und das ganz alles, dieses ganze Konstrukt von Blackbeard entwickelt, auch damals mit Shanks und so, was ja auch nochmal eine Thematik ist, die wir später besprechen werden. Aber ich war überrascht, als ich den gesehen habe und so. Und dann später hat sich herausgestellt, okay, ach, das war der Typ so, weißt du, der mit dem Kuchen und so, what the fuck. Und dann, also die Genialität von Blackbeard, wie Oda das gemacht hat,
ist aber nicht mehr von dieser Welt. Und als das erste Treffen waren die sich auch gleich uneinig da bezüglich diesem, was war das, Blaubeerkuchen. Das war einfach, ich weiß nicht, einfach geil. Und da gibt es ja auch diesen Schlüsselmoment, den wir gleich nochmal ansprechen werden, beziehungsweise du kannst ja mal sagen, was du davon hältst. Es ist ja immer noch ein Fragezeichen und es ist keine Fehlübersetzung. Es ist wirklich real, also selbst im japanischen Original und so und auch in den Originalfassungen steht da, wo Blackbeard da die Rede hält letztendlich, dass Piraten Träume haben, bla, dass Ruffy und Zoro gehen ja weg und die sagen, was sagen die nochmal genau? Er ist nicht alleine oder beziehungsweise er spricht in der Mehrzahl. Sie sprechen beide, also Ruffy und Zoro sprechen beide in der Mehrzahl von Blackbeard. Obwohl ja offensichtlich da Blackbeard alleine auf dem Boden saß. Was immer noch mysteriös ist, dass das auch später gar nicht von Zoro und Ruffy irgendwie angesprochen wurde. Nur Nami hat sich so gefragt, hä, was redet ihr, warum redet ihr in der Mehrzahl, so eine Art, hat sie es gesagt. Was hältst du davon? Also was glaubst du, was das damit gemeint sein kann? Also gerade hier finde ich ist wichtig, dass oder auch, weil das war ja noch ganz am Anfang von One Piece und viele von euch werden es wahrscheinlich auch nur auf Deutsch gehört haben, auch hier ganz off-topic kurz, großes Kompliment an die Stimme von Blackbeard, dieses Zitat so, die Träume eines Piraten enden niemals so, also sollten niemals aufgegeben haben, in der japanischen Synchro unglaublich cool und unglaublich prägend. Aber unabhängig davon, was du gerade gesagt hast, also ich glaube, es ist nicht zufällig ausgewählt, weil Oda hat ja auch gerade am Anfang sehr stark sich mit den Synchronsprechern auseinandergesetzt und auch ja viele Stimmen selbst gewählt oder gesagt, dass die Stimmen besetzen sollen und so und sich auch schon Gedanken gemacht, was wie ausgesprochen werden soll. Deswegen, es ist schon legit, was da alles passiert ist und ich glaube, das wird halt alles aufgeklärt. Es ist natürlich wieder so ein, es nährt ja ein bisschen auch so diese Cerberus-Theorie, muss man sagen, weißt du, mit diesen drei Dingern und so. Es ist halt auch so ein Indiz, was halt für die Theorie genommen wird und untermalt zum Beispiel auch das, was wieder Marco sagt, weil Marco hat gesagt, sein Körper ist nicht normal. Das heißt, all das spielt irgendwie in die Richtung. Die Frage ist, wie konnten Ruffy und Zoro, die damals definitiv kein Haki oder sowas hatten, um das irgendwie messen zu können, wie haben die das aus der Unterhaltung so rauskristallisiert? Das weiß man halt nicht, aber es ist halt so die Frage, weil kein anderen in der Whitebeard Crew ist es ja scheinbar aufgefallen, außer Marco. Und Marco hat halt jahrelang mit ihnen zu tun. Also Zoro und Ruffy muss ja irgendwas aufgefallen sein, was man direkt eigentlich zu Anfang schon gemerkt hat. Und deswegen sehr, sehr tricky. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, definitiv nicht. Ich bin jetzt gerade mal nebenbei noch. Dafür ist der Podcast ja immer super. Im Reddit am Lesen, also über diese Theorie. Und die Theorie ist auch ziemlich groß im Reddit, das muss ich mal sagen, pass auf. Also sie haben damals, die haben geredet damals mit Blackbeard und da haben sie gesagt, them, also sie, in der Mehrzahl gesprochen. Und da hat Nami es nochmal richtig so gesagt, also im Manga auch, was meint ihr, was bedeutet das sie? Weil es ist ja offensichtlich nur ein Typ, der da ist. Und da gibt es eine Theorie, die kann ich noch gar nicht, dass Blackbeard so Voldemort-like, also im ersten Teil Voldemort, so hinten noch einen Kopf hat, noch ein Gesicht hat. Das ist ein mehr oder weniger sein ungeborener Zwilling. Die Theorie kennt man ja, also beziehungsweise, dass er ja so fehlgeburtmäßig noch irgendwo ein Gesicht hat, beziehungsweise mehrere Embryos in seinem Körper aufgewachsen sind. Das ist eine bekannte Theorie, die auch wirklich cool ist, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt. Jetzt, wenn ich sie so sage, Leute, das ist natürlich Quatsch, da muss man ein bisschen die Fakten auf den Tisch schauen. Aber auf jeden Fall, dass Ruffy und Zoro das direkt gecheckt haben. Es ist wirklich ein bisschen komisch. Und es ist auch, der Körperbau von Blackbeard ist halt auch das Komische. So, er ist zwar nicht richtig fett, aber so rund und irgendwie, es ist ganz komisch, so, weißt du. Die Theorie müsst ihr euch mal angucken. Also es ist echt voll viele Upvotes hier auf Reddit, aber es ist auf jeden Fall interessant. Also sie sprechen in der Mehrzahl und das hat Oda nicht ohne. Es wurde auch im Panel nicht nur so irgendwie fehlübersetzt, es war wirklich so richtig dick, da war extra ein Panel nur für them, also nur für sie. So, das war echt, echt krass. Ja. Ja, deswegen, und man kann ja sagen, was man will, aber Blackbeard ist, finde ich, so auch der Charakter, wo sich so die meisten Theorien drum schlingen, wenn es um verschiedene Theorien geht, weil bei ihm gibt es so viel, die Teufelsfrucht, die er vielleicht schon vorher hatte, Persönlichkeit, die, der Plan, den er verfolgt, wie man Teufelsfrüchte klaut, alles so Theorien, die sich um Blackbeard schlingen und das hat man gefühlt nicht mal bei Ruffy oder so, also dieser Charakter, ja, da ist so viel Geheimnisvolles und auch hier wieder natürlich verschiedenste Anspielungen, die darauf schließen lassen, auch vielleicht auch wieder auf seine Vergangenheit oder so, ist da natürlich ein großer, wichtiger Punkt. Dann noch eine Sache, klar, das Zitat, dass Piraten niemals aufgeben sollen zu träumen, denn ein Traum würde niemals sterben.
auch schon wichtig, weil Blackbeards ganze Motivation ist auch nur aus einem einzigen Traum geschöpft, wie auch bei Ruffy. Ruffy möchte ja auch Piratenkönig werden und Whitebeard möchte das halt auch. Also Whitebeard sage ich schon, Blackbeard hat halt genau die gleiche, also genau die gleiche Philosophie. Er ist quasi Ruffy, er geht's nur anders an, so, weißt du? Er hat halt auch diesen Traum und er verfolgt alles, um diesen Traum umzusetzen. Und hier, finde ich, kann man so ein bisschen den Schlenker ziehen zu dem wohl genialsten umgesetzten Plan von jemandem, von dem man es eigentlich nicht denkt. Weil wenn es so um Pläne geht und wie man die schmiedet, dann fallen einem so Charaktere ein wie Doflamingo oder so oder vielleicht Caesar Crown, Vegapunk oder so. Aber schlussendlich kann man sagen, der seinen Plan wirklich so gut umgesetzt hat und der auch so gut funktioniert hat, ist Blackbeard. Von jedem Punkt an. Also, wenn man jetzt mal guckt, Buch der Teufelsfrüchte, Frucht ausgesucht, die damals stärkste Crew, weil das ist auch wieder vieles. Viele sagen ja, warum ist Blackbeard nicht zu einer anderen Person gegangen? Aber es ist halt so, nach Rogers Hinrichtung wurde Whitebeard als stärkster Pirat betitelt. Also, das Ding war geritzt. Whitebeard war die oberste Instanz von allen. Und deswegen ist es halt nur logisch, weil ja viele sich gedacht haben, warum ist er nicht zu anderen Leuten gegangen? Es gab ja damals schon genug andere starke Leute, die schon seit Jahren etabliert waren. Aber Whitebeard war halt das höchste der Gefühle damals. Und deswegen, all das quasi ein genialer Plan, den er da umgesetzt hat. Ja, auch gerade, ich weiß nicht, der ist ja so viele Jahre, er ist ja insgesamt jetzt, ist er 40 Jahre alt, ich glaube ein Jahr älter als Shanks nur. Und es gibt ja auch eine Theorie und wie gesagt, dafür ist der Podcast auch mal da, dass man über so einen Quatsch spricht, dass Blackbeard damals, also du kennst ja die Geschichte von Sabo, Ace und Ruffy, dass Blackbeard und Shanks damals auch in der Kindheit sowas in der Art hatten. Weißt du, was ich meine? Das ist auch so eine Dreierfreundschaft vielleicht. Und dass er, also laut der Theorie soll er dann derjenige gewesen sein, der dann den einen Freund auch getötet haben soll oder sonstiges. Und dass dann Shanks natürlich den Kampf angezettelt hat und dass dann dadurch auch der Kampf entstanden ist mit der Narbe und so. Ja, ist aber nur eine Theorie, Leute. Er ist 3,44 Meter groß, was natürlich auch extrem riesig ist, ne? Und hat natürlich zurzeit das höchste Kopfgeld in der One Piece Welt zurzeit. Also von dem wir wissen. Natürlich, es wurde schon gesagt, dass Shanks von den Piraten höchstwahrscheinlich das höchste hat, aber er hat mit 2,2476 Milliarden Barry Kopfgeld. Das ist einfach krass. So, und er war damals, wie gesagt, es wurde auch mal gesagt, er hat sich nie einen Namen gemacht. Nie einen Namen hat er sich gemacht bei Whitebeard. Hatte auch ein Kopfgeld von 0 vorher, ne? Auch ein wichtiges Detail. Stimmt, das hatte ich jetzt schon wieder gar nicht mehr am Zettel. Er hatte ja ein Kopfgeld von 0. Also hatte nicht kein Kopfgeld, sondern er hatte ein Kopfgeld von 0, Barry. Das ist das Krasse. So, also, wenn man kein Kopfgeld hat, okay, das kennt man so, die sind aber noch nicht registriert, aber er war bei der Weltregierung registriert als jemand, der wahrscheinlich gefährlich ist oder bei den Whitebeards war und so, aber warum kriegt man dann null Kopfgeld? Also, ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, genau, lass mal darüber nämlich noch mal sprechen, weil hier muss man wirklich eine ganz, ganz, ganz klare Differenzierung machen zwischen kein Kopfgeld und null Berry-Kopfgeld. Das ist ein himmelweiter Unterschied, denn natürlich ist die Marine oder die Weltregierung ist irgendwo verpflichtet, Piraten, die logischerweise gegen das geltende Gesetz sind, dagegen einen Wanted-Brief, also einen Gesucht-Brief auszustellen. Aber ein Kopfgeld von 0 heißt gleichzeitig, ihr könnt den, also wir wissen von denen, das ist alles schön und gut, aber ihr kriegt nichts dafür. Und das lässt Blackbeard direkt von jedem Kopfgeldjäger und von jeder Person direkt vom Radar verschwinden, weil keiner würde sich die Mühe machen, jemanden zu handeln, der null Berry Kopfgeld hat. Zwei Möglichkeiten stehen jetzt zur Debatte. Blackbeard ist komplett irrelevant, ist Bullshit, wird nicht der Gedanke gewesen sein. Oder der andere Gedanke ist, dass die Weltregierung oder Imsama oder halt irgendeine höhere Person festgelegt hat, yo, das ist nicht gut, wenn da starke Leute versuchen, also wenn wir denen ein hohes Kopfgeld geben, wenn da jetzt starke Leute hingehen und wollen den gefangen nehmen, dann hilft uns das nicht, weil vielleicht schon irgendwie Möglichkeiten bestanden, dass sie sich entweder Blackbeard anschließen oder dass sie halt von seinem Plan wussten oder vielleicht, dass Imsama sogar schon wusste, dass er die Möglichkeit hat, Teufelsfrüchte zu klauen oder so, dass sie halt all das vielleicht irgendwie verhindern wollen. Das ist sehr, sehr weit hergeholt, aber generell ist die Thematik, dass sein Kopfgeld damals null betrug, enorm interessant und er hat auch so den größten Sprung überhaupt gemacht, denn wenn man mal sieht, Ruffy, der ist um 1 Milliarde gesprungen und man dachte sich, boah, so ein Sprung von 1 Milliarde ist komplett krass, aber Blackbeard ist quasi von 0 auf 100, also von dem mit den niedrigsten Kopfgeld zu dem mit den höchsten Kopfgeld gesprungen. Das ist echt, das ist so mysteriös, dass man sich das gar nicht erklären kann, also natürlich, wenn er
so einfach keinen Steckbrief hat und so, okay, aber warum, was für einen Grund hätte es denn, ihnen einen Steckbrief mit Null zu geben, so, weil, guck mal, wenn allein schon der fucking Bergbandit ganz am Anfang so, da kriegt er ein Kopfgeld und so, und wenn du in einer Kaiser-Crew bist, so, selbst dieser Rockstar, der Rookie von Shanks hatte da damals mit das höchste Kopfgeld, über 200 oder, glaube ich, 200 Millionen oder so, und der ist nur beigetreten, war der Postbote, so, und wenn dann, weiß ich nicht, und wenn Blackbeard damals dann mit dieser Krallenwaffe gekämpft und sonstiges, da, also da, ein Kopfgeld von, ich weiß nicht, 200, 300 ist ja wohl, glaube ich, selbst für die Schwächsten innerhalb einer Kaiser-Crew so das Kleinste, sag ich mal so. Es sei denn, du bist jetzt so ein, ich weiß nicht, so ein 0815-Smile-Nutzer, so wie man es kennt von Kaido zum Beispiel. Ja, das sieht man ja auch bei jeder Crew, beispielsweise bei Ruffy ist es ja auch so, dass in vielen Arcs ein, zwei Strohhüte gefühlt gar nicht aktiv sind, das Kopfgeld aber trotzdem ansteigt, weil sie halt da waren. So. Ja, und deswegen ja. Schon echt mysteriös. Also das kann ich mir auch schwer erklären, so was für ein, also es muss halt einen höheren Grund haben bezüglich der Weltregierung, die Kopfgelder ausstellen oder so, dass da irgendwas klar von oben angewiesen wurde, dass dem kein höheres Kopfgeld zuzuweisen ist. Vielleicht ist er auch der Erbe oder der Sohn von ihm, man weiß es ja nicht, es kann ja alles sein, dass er zur Weltregierung auch familiär eine Verbindung hat, vielleicht ist er auch ein Tenryubito, man weiß es nicht, es kann ja alles sein. Es ist aber echt ein bisschen unglaublich, so weißt du, und ich bin auch gespannt. Ja, ob er jetzt sozusagen, also warum hat er denn jetzt so ein hohes bekommen? Natürlich ist er ein Kaiser und so, er hat sich jetzt gezeigt, jetzt können die ihm nicht Nullberry-Kopfgeld geben, so, es muss jetzt was passieren, aber. Weil er gerade, ich glaube, das ist der Punkt, der Marineford-Arc war quasi so der Punkt, wo sie gemerkt haben, okay, scheiße, wir müssen jetzt was machen, weil es ist ja so, wenn Blackbeard ist ja in den 7-Samurai-Status gegangen, auch das alles von ihnen geplant, muss man mal dazu sagen, weil ja dann der Posten vom Crocodile frei wurde und so weiter und so fort, das heißt, all das auch wieder Teil seines genialen Plans, muss man sagen, und wo er dann, und das Kopfgeld wird ja eingefroren, wenn man im 7-Samurai-Status ist, weil logischerweise die Marine dann nicht möchte, dass Leute die handeln, weil die profitieren ja selbst davon. Und deswegen war es ja so, nach dem Marinefort hatte er ja die Marineleute angegriffen. Er wurde aus dem 7-Samurai-Status wieder entlassen. Also er wurde entlassen, beziehungsweise Blackbeard hatte ja sowieso keinen Bock mehr dann darauf. Und wurde als Kaiser betitelt und die ganze Welt hat ja beim Marineford zugesehen. Das wurde ja in die ganze Welt übertragen, so mäßig. Ja. Und deswegen war die Weltregierung gezwungen. Jeder hat gesehen, was er gemacht hat. Und deswegen konnten sie nicht mehr ausweichen. Da konnte man es nicht mehr unter den Teppich kehren, wie man es halt mit diesem Nullberry-Kopfgeld gemacht hat. Und hier auch wieder eine wichtige Stelle, weil wir gerade schon sehr, sehr weit vorspinnen in der Vergangenheit. Aber auf eine Stelle noch vor der noch vor der Finsternisfrucht, bevor er die bekommen hat, kam es zu einer Szene, die für mich mit die wichtigste überhaupt ist in Bezug auf die zwei mysteriösesten Charaktere, und zwar Blackbeard und Shanks. Denn in, ich such's gerade raus, Kapitel 434, das ist auch im Kapitel, Leute, ich krieg immer wieder Kommentare, dass das nur im Anime so war, das ist nicht so, hat Shanks gesagt, Blackbeard war derjenige, der mir diese Wunde zugefügt hat, und es war nicht so, als wäre ich dabei leichtsinnig oder achtlos gewesen. Das heißt, Shanks hat diese Narbe bekommen, und das nicht, weil er unvorsichtig war oder sonst was, Blackbeard hat ihm diese Narbe zugefügt mit einer, ja, mit einer Hidden Ability, könnte man sagen, oder hat im Databook darauf nochmal einen kurzen Teaser gegeben, dass Blackbeard eine Ability beherrscht, mit der er Shanks verletzen konnte. Shanks schon damals sehr, sehr stark gewesen, und Blackbeard vermutlich nicht, weil er halt noch nicht mal die Finsternisfrucht hatte. Auch hier finde ich eins der wichtigsten Details. Das ist, ey, also, das ist so komisch. Also, es wurde auch da bestätigt im Vivrecard-Databook, dass er das mit der Krallenwaffe hinzugefügt hat, aber mit einer versteckten, unbekannten Fähigkeit letztendlich, die wir, also, die uns natürlich jetzt noch unbekannt ist, was das Ganze ja impliziert. Also, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich das ist, was ja so ihm auch das verleiht, dass er mehrere Teufelsfrüchte essen kann. Ich hoffe das. Also wenn es nur an der Finsternisfrucht liegt, wäre es ein bisschen lame, wie haben wir letztes Mal schon erwähnt beim Teufelsfrucht-Podcast. Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich sowas ist wie, aber es muss ihn ja auch kämpferisch, es ist ja nicht nur so, oh, ich bin eine Fehlgeburt, so, ich habe meine Embryos im Körper und so und ich kann einfach mehr es muss ihn ja auch kämpferisch ein absolutes Power-Up geben. Er konnte da schon Shanks verletzen. Shanks war da schon wahrscheinlich extrem stark. Also vielleicht war er da schon Kaiser, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, da war auch noch in der Crew von Roger, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn, aber trotzdem einer der Stärksten auf dem Weg, wie gesagt, er ist jetzt einer, wenn nicht der stärkste Charakter überhaupt in One Piece, und der hat natürlich dann auch, damals war er schon stark, Leute, das ist klar. Und er konnte ihn ohne eine Teufelsfrucht schon so verletzen. Also in einem ernsten Kampf. Also bei Blackbeard habe ich keine Narbe gesehen. So. Also das Shanks konnte ihn anscheinend nicht irgendwie was antun. Und deswegen ist das, also
Deswegen ist eigentlich Blackbeard unangefochten der stärkste Charakter in One Piece. Alleine der Fakt, dass er damals schon einen Shanks, ohne überhaupt die Finsternisfrucht oder die Bebenfrucht oder sonstiges zu haben, hat er damals schon einen Shanks. Ich will nicht sagen, er hat gewonnen, weil das wissen wir nicht genau, aber er hat letztendlich, also er hat jetzt keine drei fetten Narben in der Fresse, so, weißt du. Deswegen kann man also, schon sagen, weiß ich nicht. Also es muss schon so eine Ability sein, die vielleicht auch so mäßig nur einmal wirklich richtig funktioniert, weil auf dem Marinefort hat ja dann auch Blackbeard gesagt, wir sind noch nicht bereit, um gegen die Shanks-Piraten anzutreten oder jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Deswegen ist halt so die Sache, ob Blackbeard jetzt quasi dasselbe nochmal umsetzen könnte, aber schlussendlich ist es halt einfach eine der vielen Sachen, die ihn so, ja, so besonders macht. Und ja, wollen wir dann nochmal weiter zur Whitebeard, also seine Zeit bei den Whitebeard-Piraten können wir noch kurz anreißen, würde ich sagen. Das ist auch interessant. Genau, weil hier hat dieser mörderische Plan quasi so seinen Lauf genommen, denn er ist den Whitebeard-Piraten beigetreten, er hat das Buch der Teufelsfrüchte gelesen, wir haben ja jetzt auch durch Sanji quasi die Bestätigung bekommen von dem Buch, wir haben es im Manga als auch im Anime gesehen, es heißt einfach nur Teufelsfrüchte. Und ist dementsprechend so ein bisschen komisch von der Darstellung, aber ja, das Buch heißt einfach nur Teufelsfrucht, also Akuma no Mi steht da drauf. Und ja, er hat das Buch der Teufelsfrüchte gelesen, die Finsternisfrucht ausgesucht. Es ist die stärkste Frucht im One Piece-Universum, so hat er es zumindest auch betitelt, also dass es halt die stärkste Frucht ist, die so existiert. Und ist dann quasi mit den Whitebeard-Piraten jahrelang umhergesegelt und hat nie auch nur einen Ansatz gemacht, irgendwie aufsteigen zu wollen. So war es ja dann, dass Ace quasi eine höhere Position bekommen hat als Blackbeard und er Ace dann auch gesagt hat, hey, du bist doch schon länger hier als ich, findest du das nicht doof? Und Blackbeard halt damals immer alles so runtergespielt hat, nee, alles gut, weil sein Plan halt immer schon feststand. Fetch hat dann die Finsternisfrucht gefunden und ja, dann kam es halt zu der prägenden Stelle, dass in der Whitebeard-Crew die Regel herrscht, der die Teufelsfrucht findet, darf damit machen, was er will. Das heißt, er kann sie essen, er kann sie verkaufen oder er kann sie auch einfach wieder wegschmeißen oder so und keiner darf etwas dagegen sagen. Natürlich unlogisch, dass man sie wegwirft, wenn jemand anderes sie haben will, aber Blackbeard hat nicht lange gefackelt und ihn in derselben Nacht quasi umgebracht und ja. Das ist aber echt krass, ey. Also, ja. Das ist eigentlich so krass. Also, wenn man sich das nochmal anguckt hier, die Anime-Stelle, wo Thatch alleine die Frucht so hält und er war ja der Koch, das haben wir auch rausgefunden letztens im Vivi, also er war der Koch und er hatte auch so ein Küchenmesser, damit hat Thatch gekämpft. Man kann dann vielleicht nochmal einen Podcast machen zu der Whitebeard-Piratenbande, weil da gibt es ja so viele, da gibt es so viele Charaktere, die auch jetzt noch in der neuen Welt höchstwahrscheinlich sind, die auftauchen können mit Teufelsfrüchten und so. Kann man auch drüber reden, auf jeden Fall noch ewig. Auf jeden Fall, Thatch mit der Teufelsfrucht lächelt auch so, er freut sich natürlich und ich denke, ich weiß nicht, hätte sie gegessen, man hätte doch auch als Crewmitglied, ich weiß nicht, wenn ein Blackbeard sozusagen, ich bin auch gespannt, wo haben sie die gefunden? Wo haben sie die Frucht gefunden? Sowas will ich wissen, weißt du, wo hat Thatch das gefunden letztendlich, in welchem Kampf? Und dann ist halt die Sache, hätte man das nicht anders lösen können, theoretisch hätte Blackbeard nicht zu Thatch sagen können, ja okay, ich die Frucht suche ich mein ganzes Leben und, ja, das, und das, lügt einfach. Ja. Es ist eine Frucht, wo man, keine Ahnung, lügt er einfach mit der Fähigkeit oder so. Und dann, ich meine, okay. er hätte sich auch irgendein Drama ausdenken können, so, weil man weiß ja, also Doflamingo hat es für mich extrem gut untermalt. Ace, Feuerfaust, Feuerfrucht gegessen und weil es ja die Feuer, also die Teufelsfrüchte stehen ja mit der Seele der Person in Verbindung, kann man ja sagen, was man will, ja. Aber ist halt so. Und es war ja auch so, dass nach Ace Tod Doflamingo die Mera Mera no Mi, also die Feuerfrucht, gefunden hat und gesagt hat, sowohl im Anime als auch im Manga, gesagt hat, dass Ruffy wohl nicht möchte, dass sie irgendjemand anderes bekommt. Und das war ja auch so, Ruffy hat zwar dann doch jemand anderen die gegeben, aber halt Sabo, sein Bruder. Aber das ist es halt. Es ist absolut logisch, dass man dann sagt, nee, ich möchte, dass die Kraft, mit der ich die Person in Erinnerung habe, nicht irgendjemand anderes bekommt. Und da hätte Blackbeard auch einfach straight lügen können und so zu Fetch sagen können, oh, meine Familie ist gestorben, ich suche diese Frucht schon ewig, so, die hat meiner Mutter gehört oder mein Vater oder so. Und er hätte sich irgendeine Scheiße aus dem Finger saugen können, weil man darf auch nicht vergessen, Fetch ist sehr wenig bekannt zu dem Charakter, aber das, was man weiß, ist, dass er immer bei jedem Auftreten ein fröhlicher Mensch gewesen ist, der immer gelächelt hat. Immer hat er gelächelt und deswegen ist es ja nicht so, dass er ein grimmiger Typ ist, der sagt, nee, ich verkauf die lieber, hau ab, so, weißt du? Keine Ahnung, aber Blackbeard hat wahrscheinlich sich auch gedacht, okay, wenn ich ihn versuche zu überreden, ist die Chance ungefähr bei 90%, wenn ich ihn absteche, ist sie halt 100%, so, let's go. Das Ding ist aber, guck mal, wir haben auch in der FPS erfahren von Oda, dass
also es wurde auch mal gefragt, natürlich die Fans immer gleich diese Hirngespinste, was passiert, wenn zwei Leute gleichzeitig die Frucht essen? Dann kriegt der, der als erstes den Bissen gemacht hat in die Frucht, kriegt die Kraft. So, er hätte doch einfach, guck mal, er stand mit dem Rücken zu, ihn hat die Frucht hoch, er hätte doch theoretisch einfach schnell reinbeißen, einmal reinbeißen, hat er die Kraft. So, er muss sie ja nicht mal aufessen, die Teufelsfrucht, das ist ja auch so ein Irrglaube. Man muss die Frucht nicht aufessen, es reicht der erste Bissen, um die komplette Teufelskraft, die Teufelskraftseele zu kriegen. Deswegen einfach reinbeißen schnell so. Was sollen sie da machen? Was will Tetsch machen? Will er ihn abstechen? So, das ist noch schlimmer. So, weißt du? Ja, also, das glaube ich auch. Das wäre also eigentlich der safe Weg gewesen. So. Aber okay, er hat sich dafür entschieden und ich glaube, das ist auch richtig so. Das Ding ist, eine wichtige Sache noch, also, wer war der Vorbesitzer dieser Frucht? Der müsste ja der alten Ära oder so bekannt sein. Das ist ja so eine markante, wichtige, starke, extrem krasse, das ist die krasseste Frucht von allen. Und sie Anführer haben sie gefunden. Ja, das wäre natürlich also, sie haben sie gefunden, natürlich, die Frucht. Und gerade ein Whitebeard, ich wünsche mir, dass das mal einer sagt, dass er die Kraft kennt oder so. Allgemein wird da wenig immer von geredet. So. Ich wünsche mir aus der alten Ära so mal, auch bei der Kraft von Ruffy oder so, sowas Markantes, so gummimäßig. Natürlich, es gibt hunderte von verschiedenen Kräften, aber ich sag mal so, die krassen Früchte, auch gerade die Logia, die Finsternisfrucht, die wird doch den alten Hasen in der neuen Welt, das wird doch bekannt sein, so, dass die schon mal jemand hatte oder so, dass die bekannt ist und so. Aber ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dass er der erste Nutzer ist sozusagen? Aber wo haben sie die dann gefunden? Und es eigentlich also muss es der erste Nutzer wird ja nicht sein, weil er hat ja schon im Buch der Teufelsfrüchte die Abbildung der Frucht gesehen und auch die Fähigkeit gelesen. Das heißt, irgendjemand muss sie schon gehabt haben. Und man darf auch nicht unterschätzen, Teufelsfrüchte sind zwar hunderte Millionen Berry wert, aber krasse Teufelsfrüchte sind viel mehr wert. Beispielsweise die OP-OP-Nomie war 5 Milliarden wert. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind zwei Blackbeards und keine Ahnung, noch ein Zorro und ein Sanji obendrauf. So, das ist so krass, finde ich. Das ist einfach so der gefährlichste Kaiser, der aktuell so in der neuen Welt umhermarschiert, mit zwei Teufelsfrüchten, die beide wohl die stärksten im ganzen Universum sind. Das Doppelte von denen und noch ein Zorro und noch ein Sanji hinterher. Das ist krass. Dass die quasi den Preis der OP-OP-Nomie ausmachen. Klar, die OP-OP-Nomie mit der Operation des Lebens macht einen unsterblich. Das ist schon gerechtfertigt so, aber trotzdem. Also, irgendjemand müsste ja, also, es ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dass mehrere Leute danach gesucht haben, nur Blackbeard hat es halt geschickt angestellt, weil er halt natürlich mit dem Whitebeard-Piraten die größten Erfolgsaussichten hatte. Aber irgendjemand muss die Frucht davor gehabt haben. Das ist das Ding. Auch ein Sanji oder so, oder auch generell in Nagaima, was ja so, da gab es ja auch das Buch der Teufelsfrüchte. Und wenn da die Finsternisfrucht drinne stand, dann müssen sich ja so viele zwielichtige Leute gedacht haben, Alter, mit der Frucht ist halt alles geritzt so. Also, ja, dass da auch keiner drauf, weiß ich nicht. Also eine Teufelsfrucht, also das ist ja das Krasseste vom Krassesten. Natürlich, jede Frucht gibt es nur einmal und speziell nach einer Frucht zu suchen ist, das ist unmöglich eigentlich. Also es ist wirklich, du kannst ja, guck mal, auch jetzt, um mal wieder zu Blackbeard zu kommen, das ist eigentlich, ist das ein Plan, den er sich gesetzt hat, der, ich sag mal so, das kann passieren in seiner Lebenslaufbahn, dass er die findet so, aber das ist ein Riesenplanet. Es gibt hunderte, also wir kennen jetzt schon über 200 Teufelsfrüchte knapp. Und dann ist natürlich noch die Gefahr, dass die schon jemand hat oder dass jemand die Frucht schon isst. Und dass er die Frucht dann so findet und erkennt. Und das ist so krass, dieser Zufall, dass er das geschafft hat. Und deswegen, sein Gesichtsausdruck, auch als er die gesehen hat, er konnte seinen eigenen Augen nicht trauen. So. Und deswegen, dass er dann direkt zu einem Mord greift, weil er einfach wirklich sein Glück in dem Fall nicht fassen kann, weil er sein ganzes Leben danach sucht. Und das ist, ich weiß nicht, das ist schon ziemlich krass. So, auch, guck mal, hätte jemand anderes, wo sie die Frucht gefunden haben, hätte jemand anderes die schon gegessen oder so, dann wäre es ja auch, dann müsste er den auch ermorden oder so. Deswegen, das, was Blackbeard jetzt macht, ist auch starke Teufelsfruchtnutzer suchen in der neuen Welt, um letztendlich die Früchte zu kriegen, weil anders so Früchte finden, wo willst du da suchen? Du hast ja kein, wie bei Dragon Ball, so ein fucking Teufelsfruchtradar, so, weißt du, das ist das Ding, so, das ist echt krass. Ey, ich habe auch mal was gelesen, was ich auch sehr cool finde, weil man ja unter dem Mantel, wo Blackbeard sich die Kraft von Whitebeard gesneakt hat, weiß man ja nicht, ob er sich einfach die Kraft gesneakt hat oder die Teufelsfrucht und die dann gegessen hat, was ja auch nicht so unwahrscheinlich ist. Und dann hat auch jemand gesagt, dass das im Manga quasi ja nur dieser Cut war. Er findet, also Fetch hat die Teufelsfrucht und im nächsten Schnitt, toter Fetch, also quasi war ja nur die Blutlache im Manga und im Anime gab es ja diesen Messerschnitt quasi, und dann die Finsternisfrucht, dass Fetch die Frucht schon gegessen hat und er dann abgestochen wurde und Blackbeard schon damals die Möglichkeit hatte, weißt du, die Teufelsfrucht direkt sich zu sneaken, ist ja auch so eine Sache, weil man den zeitlichen Intervall nicht kennt, aber es war halt in derselben Nacht quasi dazu. Auf jeden Fall war er bei Whitebeard, wie gesagt, immer unterm Radar.
Und hat auch wirklich, es gibt so ein paar Bilder, so wo man die Whitehead-Piratenbande sieht, so in den glücklichen Jahren, wo Ace noch da war, wo er da ist und so, wo Blackbeard immer so scheinheilig im Hintergrund sitzt und dann so Ace noch auf den Rücken klopft und so lächelt und dann seinen Kuchen frisst. Das ist einfach echt. Und das ist der größte Ficker von allen. Ja, das ist ja, so das heftig. Ist echt krass. Und dass er sich dann auch noch, das Ding ist, er heißt, dass er sich dann einfach noch Blackbeard nennt, so weißt du, sein Captain, so, wo er hieß einfach Whitebeard. Und er sagt einfach, ich bin jetzt Blackbeard, so. Das ist auch irgendwie so, das ist so geil. Das ist echt heftig, das ist echt krass. Also ein geiler Charakter und wohl einer der besten Antagonisten aus Geschichte von Anime und Manga, würde ich sagen. Also es ist echt, auf jeden Fall. Und das geht ja noch viel weiter. So. Das, was wir jetzt gesehen haben, ist zwar der Plan und so, aber ich denke, das, was jetzt letztendlich noch dazu führt, warum er das alles so haben wollte und was er jetzt noch vorhat mit den Kräften und so, das wird noch um einiges krasser. Und die Frage ist, was weiß er eigentlich so? Und ey, überleg mal, was mir jetzt gerade so einfällt. Stell mal vor, in dieser Zwischenfinsternis, also sagen wir, das ist so eine Zwischendimension, wo er Sachen halt reinlassen kann. Stell mal vor, der Vorbesitzer oder so hat das letzte verschollene Roadpoint-Reef da reingehauen und er hat die ganze Zeit das gesucht, weil es letztendlich die Frucht ist der Schlüssel, um an das letzte Roadpoint zu kommen. So, oder jeder sowas. Kaiser hat ein Roadpoint-Glyph außer Shanks, weil Shanks natürlich nicht so das Interesse an One Piece hat. So Big Mom auf Whole Cake Island, auf Wano Kuni mit Kaido. Und so, stell dir mal vor, Blackbeard hat das einfach selbst dabei und ist verschollen, weil es einfach in der Finsternis da drin rum. Weißt das wäre echt krass, ey. Digga, das wäre 10 out of 10 auf jeden Fall. Das wäre auch richtig geil, ja. Auf jeden Fall. Also das wäre halt so der Master-Move, weißt du? Das wäre so dieser komplette Master-Move. Weil bei verschollen kommen ja tausend Sachen in den Kopf, quasi auch mit, dann gab es ja auch schon Theorien mit dem Mond und alles, was jetzt aber auch sehr unwahrscheinlich ist, aber ja, da haben sich ja tausend Theorien rumgesponnen. Ja, würde ich sagen, kommen wir gehen wir einfach chronologisch weiter, würde ich sagen, oder? Kommen wir zu der einzigen Lücke in Blackbeards Plan. Die einzige Sache, die er nicht richtig vorhergesehen hat. Und zwar, er hat die Finsternisfrucht bekommen, er hat Fetch abgestochen, die Finsternisfrucht bekommen, ist abgedampft. Ace wollte quasi Fetch rächen, also er wollte sich Blackbeard vorknöpfen. Alle aus der Whitebeard Crew haben gesagt, mach das nicht. Ace hat es trotzdem gemacht und wir wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Und hier kommt quasi der einzige Zwischenpunkt, denn die Blackbeard-Piraten haben es auf die Strohhut-Piraten abgesehen. Ace ist dann Blackbeard begegnet und Blackbeard wusste nicht, dass den Zusammenhang zwischen den Monkey D. Ruffy und Podcast D. Ace und hat dann auch zu Ace gesagt, ja, ich suche die Strohhut-Bande und ich suche Ruffy und dann hat sich halt herausgestellt, dass Ace natürlich nicht zulässt, dass Blackbeard sich Ruffy entgegenstellt und dadurch hatte natürlich der Kampf auch einen ganz anderen Spirit, auch für Ace gab es dementsprechend kein Zurück mehr. Ja, und hier wurde schon so das erste große Rätsel der Finsternisfrucht auch aufgeworfen, kann man auch kurz anschneiden, und zwar eine Logia-Teufelsfrucht, die keine Logia-Eigenschaften bietet, weil er besteht nicht aus der Finsternis, er kann sie lediglich unbegrenzt erschaffen und er braucht kein Haki, um zum Beispiel jemanden direkt angreifen zu können, weil er Teufelsfrüchte sowohl annullieren kann, als auch zum Beispiel Ace einen normalen Schlag geben konnte, obwohl er eine Logia-Teufelsfrucht hat. Und dann meinte er auch zu Ace, es ist ja scheinbar schon eine Weile her, dass du mal einen richtigen Schlag einstecken musstest. Ja, und er hat dann halt seinen Plan ein bisschen abgewandelt und Ace statt den anderen halt ausgeliefert. Und natürlich Ace mit dem damaligen höchsten Kopfgeld, was wir kennen, 550 Millionen Berry, hat ihm das quasi so die Eintrittskarte zu den sieben Samurai gegeben, was ja der große Teil seines Plans war. Und Genius Move von ihm auf jeden Fall. Also ich finde, also dieses Ereignis auf was war das, Banaro Island oder die Banaro oder so heißt, glaube ich, diese kleine, es war so eine Westernstadt fast schon. Das war richtig geil. Ich habe das so gefeiert, als es im Anime kam und so. Das war richtig geil. Es war auch so eine, aber es war einfach, sind die besten Folgen, so, weißt du, wenn es einfach, oder Manga-Chapter. So ein Schwenker. Einfach ein fucking Schwenker so. Und einfach das Krasseste vom Krassesten. Und dann auch noch, also, ich weiß nicht, ich fand das so heftig, wo er letztendlich Ace angesogen hat, so, mit seiner Dunkelheit, so. Und er wurde wirklich wie so ein Magnet, wurde er angesaugt, so, von ihm, von seiner Hand. Und dann, dass er dann auch noch diesen ich sag mal, Handkantenschlag in seinen Nacken reinkriegt, also Ace, und dann auch richtig wirklich die volle Kraft spürt, also wirklich, das ist so heftig. Und dass wir da aber auch gleichzeitig checken, okay, das gibt da so einen kleinen äquivalenten Tausch, den Blackbeard eingeht, und zwar, dass er einfach extreme Schmerzen kassiert. Okay, finde ich ganz nice, aber das lässt auch gleich natürlich wieder Theorien hochschlagen mit noch einer defensiven Frucht, so. Ob es jetzt die von Josu ist, von Marco oder irgendwas, was ihn regenerativ und defensiv irgendwie ein bisschen aufwertet. So, das macht halt, liegt halt nahe, dass er das noch sucht, weil offensiv, gerade was Stärke angeht, also da kann er gerade alles rasieren, so, dass er der Stärkste in der ganzen One-Piece-Welt. Also ich sage auch ganz ehrlich, der würde mit einem Kaido, ich will nicht sagen den Boden aufwischen, aber
er kann ja theoretisch, er ist ja auch ein Zoan-Nutzer und er kann ihn einfach anziehen und dann. Aber ich würde trotzdem sagen, Kaido ist auch scheiß auf die Teufelsfrucht, so, der ist auch so körperlich extrem krass, so. Ich glaube, das Auskontern seiner Frucht ist jetzt für Kaido nicht so relevant, so. Deswegen, er ist zwar stark gegen so Nutzer, die sich auf ihre Teufelsfrucht verlassen, und auch gerade, dass er Leute in diese Dunkelheit einsperren kann, ist halt die Sache, hätte er eigentlich einen Ace auf Banaro Island, hätte er den auch theoretisch in die Dunkelheit einsperren können? Theoretisch ja schon, er hat das ja auf Impel Down später noch gezeigt. Und könnte er dann auch einfach die Dunkelheit um Kaido sozusagen und dann so ein Black Hole und dann zieht er ihn ein und fertig ist und dann kann er ihn irgendwo rauslassen oder einfach für immer in der Dunkelheit versauern lassen. Und was ist in dieser Dunkelheit eigentlich? Ist da ein Raum? Also es wird wahrscheinlich komplett dunkel sein, das liegt ja nahe, dass du nichts siehst, so, es ist einfach schwarz und du bist da gefangen. Ich glaube, du wirst einfach verrückt, du fliegst. Ich wünsche mir auch, ganz ehrlich, ich wünsche mir so sehr, dass Ruffy in dieser Finsternis mal irgendwann eingefangen ist. Das wünsche ich mir so sehr, dass er da reingesaugt wird, beziehungsweise irgendjemand, und dass wir aus der POV letztendlich von irgendeinem Charakter das dann sehen, wie er in dieser Dunkelheit chillt und dass wir sehen, was da eigentlich abgeht. Ja, ist halt die Sache. Was passiert da drin? Kann man verhungern da drin? Also kann er theoretisch einfach Leute einsperren und die da einfach hungern lassen? Dann kann er theoretisch jeden einfach einsperren und warten und tot. So. Und dann kann er theoretisch jeden besiegen. Oder kann man auch irgendwie mit krassem Haki das aufhalten, dass man da reingesogen wird oder so? Das ist halt die Frage, wie die Frucht genau funktioniert, ist halt echt. Also von den Teufelsfrüchten aus One Piece, die wir kennen, ist das schon eine, die wir gut so aufgeklärt bekommen haben, muss man ehrlich sagen. So, also man kann Teufelsfrüchte anziehen, man kassiert mehr Schaden, man kann Sachen einsaugen und rauslassen und so, aber trotzdem gibt es bezüglich der Teufelsfrucht immer noch so viele Fragen, weil die halt wirklich, wie du schon gesagt hast, ist keine Logia, es ist eine Paramecia-Logia-Hybrid oder so, es ist ganz komisch, aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig nice und ich fand das Ereignis auf Banaro am Ende auch mit diesem, war das ein Feuerkaiser oder wie das heißt, dieses Riesenviech, was Acer, diese einhändige Genki-Dama fast schon, und dann noch gegen die Dunkelheit. Obwohl das ja eigentlich, es wurde so dargestellt auf, ja, gut gegen böse so, und dann wurde es auch bildlich dargestellt mit diesem Feuer gegen Dunkel. Eigentlich wäre das Äquivalent die Lichtfrucht, also die Funkelfrucht von Kizaru gewesen, eigentlich. Also eigentlich wäre das so das Äquivalent, was man sich mal wünscht. Man wünscht sich ja eigentlich mal Licht gegen Finsternis. Das ist das, was man sich wünscht. Also eigentlich wünscht man sich mal ein Kizaru, weil Feuer, ganz ehrlich, Feuer ist ja auch nur elementar, das kann ja eingesaugt werden, so. Aber Licht, ich weiß nicht, Licht kann vielleicht sogar in der Dunkelheit zu Licht führen. Sagen, so, weißt Licht du? Ins Dunkel bringen ist ja so die Sache, weißt du, ob es da so eine. Ist das der Konter vielleicht gegen seine Frucht? Ja, das ist halt die Sache, ne? Also klar, Feuer symbolisiert irgendwo Licht, beziehungsweise Feuer symbolisiert ja Wärme und Finsternis so Kälte. Deswegen ist es schon irgendwo ein treffender Clash, sag ich mal. Also es ist schon ein guter Clash, der da gemacht wurde. Wäre halt todeslustig, so mäßig, dass Oda mal eine Fassung hatte, wo Kizaru die Feuerfrucht hatte und Ace die Lichtfrucht. Oh, ja. Damit das so passt. Aber ja, also es ist zwar irgendwo noch passend, aber es wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wie andere Kräfte mit der Finsternisfrucht einfach interagieren, also wie da so der Zusammenhang ist. Ja, chronologisch als nächstes Impel Down. Sehr mysteriös an sich, warum er überhaupt zu Impel Down gekommen ist. Die sind ja einfach so, ja, quasi mit der Bande so am Haupteingang mal kurz angeklopft. Und demnach war er ja auf der Seite der Marine, weil er ja einer der sieben Samurai war. So, von daher in dem Moment natürlich wieder der absolute Master-Move. Und er konnte dadurch halt ein übelstes Chaos anrichten. Ist gegen Magellan kläglich gescheitert, muss man ja mal sagen. Er ist gestorben, also wirklich. Also der Grund, warum er da war, ist ja irgendwo klar, wegen neuen Crewmitgliedern auf der einen Seite. Aber er ist halt gegen Magellan komplett abgelost. Also er hat eine komplette Niederlage bekommen und Magellan hätte ihn töten können, hätte er es gewollt. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Info. Und er hat sich da halt ein paar Crewmitglieder gesneakt, aber wichtig an der Stelle natürlich Shiryu, der so das Kernelement ist für die Blackbeard Crew dann an der Stelle. Und ja, Marineford finde ich, muss man. Also worauf man natürlich eingehen musste, ist erstmal sein Auftreten, weil der war dann relativ plötzlich quasi da. Und hat dann, ja, das entscheidende Ereignis herbeigeführt, und zwar Whitebeards Tod. Er hat quasi Whitebeard getötet. Auch hier wieder so ein bisschen der Plan von Blackbeard nicht ganz aufgegangen, weil er auch überrascht war, wie viel Whitebeard aushält. Blackbeard hat ja auch ordentlichen Schaden davongetragen. Aber schlussendlich war halt der Plan, der ganzen Welt etwas zu zeigen, was die Welt vorher noch nicht gesehen hat. Aber auch hier natürlich schon wieder der Dämpfer. Und zwar hat die wichtigste Aussage, finde ich, sind Whitebeards letzten Worte quasi dazu noch, und zwar: der Mann
Mann auf den Roger gewartet hat, bist nicht du, Teach, nicht im geringsten. Finde ich, ist ein sehr krasses Statement, weil Blackbeard hat quasi so alles vorbereitet, um Piratenkönig zu werden, und dann von der Person, die dem One Piece am nächsten steht, so von den Auftreten her, gibt einem dann so eine Aussage. Ich meine, das ist, als ob Shanks zu Ruffy gehen würde und sagen würde, die Person, die das One Piece findet und die Roger gesucht hat, bist nicht du, Ruffy. Boah, Bruder, da kannst du auch direkt deinen Koffer packen. Kannst du direkt dich aufhängen, Alter, wirklich. Also das ist Quatsch. Das ist echt so. Auf den Roger gewartet hat. Also Roger hat auf jemanden gewartet, der seinen Plan, das One Piece und den Willen weiterträgt und so. Und Teach, okay, versucht mit allen Mittel und Zweck letztendlich, dass vielleicht ist es so gedacht, aber vielleicht kann wirklich Blackbeard gar nicht so letztendlich das One Piece, weil er die Stimme des Universums nicht hört oder sonstiges. Weißt du, dass ihm die Fähigkeit wirklich fehlt? Und hinter diesen letzten Worten von Whitebeard, also eine letzten Worte noch, das, ja, keine Ahnung, dass da noch viel mehr hintersteckt. Aber ich fand auch krass, dass, wie du es gerade schon gesagt hast, dass in Impel Down wären die gestorben. Also die sind da an Gift fast verreckt. Und Shiryu hat ihnen mit Gegengift geholfen. Also wäre Shiryu nicht da gewesen, wäre alles aus. So, dann wäre es vorbei. So, also es sind oft so, Blackbeard hatte zwar seinen Plan, aber er hat so viel Glück gehabt. Das muss man auch sagen. Er hatte einen krassen Plan, er hat aber die Frucht bekommen. Also wie krass ist es, dass er überhaupt die Frucht gefunden hat. Dann, dass er da wieder geheilt wurde mit Gegengift. Er wäre gestorben. Also bei Ruffy war es ja wesentlich verheerender, der wurde da, ihm wurden da der 10, ist 10, quasi mehr oder weniger, ja, zu, ihm wurden der, da Lebensjahre abgezogen, Lebensjahre dafür, und die haben einfach Gegengift bekommen, so eigentlich ist es viel krasser, und dann noch, also da wären sie gestorben, und dann natürlich noch bei der Übernahme von der Teufelsfrucht, wo er auch unsicher selbst war, hat er gesagt, wo das Laken über Whitebeard, hat er gesagt, jo, wenn's nicht klappt, dann, ja gut, dann lösen wir uns hier auf. So. Also es wäre auch die Möglichkeit gewesen, dass er da bei der Übernahme der Gura-Gura-Nomie auch das Zeitliche segnet da und das nicht schafft. Also so viele riskante Sachen, wo er selber sich unsicher war und wo er hätte sterben können, wo aber dann trotzdem das Schicksal auf seiner Seite war und wo sich dann das für ihn entschieden hat. Ja. Aber hier finde ich, auch hier wieder absolut, ist halt immer komisch, Oda dafür zu loben, weil natürlich ist das, was Oda macht, einfach perfekt. Also ich finde, wenn ich das Wort Perfektion beschreiben müsste, Ichiro Oda auf jeden Fall, es ist so. Und hier auch der Master-Move, weil schlussendlich kann man natürlich sagen, glücklich, dass er die Finsternisfrucht gefunden hat, glücklich, dass Fetch ihn nicht direkt gegessen hat, als er sie gefunden hat und dann wieder quasi Blackbeard da aufgehalten hat, glücklich, das Gift zu überleben, glücklich quasi Ace entgegenzulaufen und Ace so auskontern zu können und damit den Status der sieben Samurai zu erlangen, und dass Whitebeard so einen fetten Schaden schon vorher erreicht hat, dass er ihn töten kann, um seine Frucht zu klauen und so. Das sind alles glückliche Zufälle, aber schlussendlich ist er das Äquivalent zu Ruffy, und bei Ruffy ist es kein Stück anders. Ruffy hat so fucking viel Glück in seiner Reise bisher gehabt. Ich meine, der ist schon 100 Mal auf Gegner getroffen. Kusan ganz am Anfang hätte alle töten können. Guter Charakterzug von ihm, dass es nicht so passiert ist. Enel hätte alle töten können, Ruffy hat es glücklicherweise ausgekontert. Und generell haben einfach extrem viele glückliche Zufälle dazu geführt, dass die Ströte da sind, wo sie jetzt aktuell sich befinden. Und bei Blackbeard ist es halt genauso. Das heißt, ich finde, man kann es auch nicht negativ für Blackbeard ausdenken. Also man kann jetzt nicht sagen, ah, der hat sich da irgendwie hingesneakt, andere Charaktere mussten für sowas hart arbeiten, weil ich finde, der hat genauso hart dafür geackert, wie auch ein Ruffy zum Beispiel. Ja, das stimmt schon, aber wo ich immer dachte, jetzt mal ein bisschen weiterzumachen, ich dachte immer, also wirklich für ganz lange Zeit, dass er mit dem Eliminieren und seiner Crew und das Auftreten bei Marineford und dem Eliminieren von Whitebeard letztendlich, dass er dadurch einer der vier Kaiser wurde, aber das ist ja gar nicht so, also er war dann ja nicht mal in der Welt als Kaiser betitelt, sondern erst nach dem Vergeltungskrieg gegen Marco wurde er letztendlich in der Welt als Kaiser angesehen, was dann auch zu seinem, ich sag mal, finalen Kopfgeld, sag ich mal, beigetragen hat, aber ich dachte wirklich damals, es ist einfach nur so, okay, er hat den Kaiser jetzt getötet, er hat ihn niedergestreckt, Kill abgestaubt, so wie man es kennt. Ja, Kill-Steal, und dann ist er jetzt der Kaiser. Aber es ist Quatsch so. Es ist echt, er war da noch nicht mal Kaiser. Es gab für einen bestimmten Zeitraum nur 3 Kaiser in der One Piece-Welt. Mhm. Also da auf jeden Fall, man denkt sich, dass er so, okay, man tötet jemanden aus der Position und zack, it is so, also er ist der neue Kaiser, aber nein, ja, in der neuen Welt hat er als erstes Jevely Bonny fertig gemacht, auch cool, dass er halt einen Rookie mal fertig macht, so, damit man das halt auch quasi so abgehakt hat auf der Liste, dann Marco und die gesamte die ganze Whitebeard-Allianz quasi, also auch die anderen Divisionskommandanten fertig gemacht, komplett,
Ja, und dann gab es nicht mehr so viel von Blackbeard, weil Blackbeard sich dann halt mehr so im Hintergrund aufgehalten hat. Er hat die Revus angegriffen und der Angriff war höchstwahrscheinlich komplett erfolgreich. Wir sehen, dass die Revus keine großen Verluste hatten. Das heißt, Koala geht's gut, Huck geht's gut, Sabo geht's gut, Dragon geht's gut und die sind alle quasi heile auf der Insel von Ivankov angekommen, aber ihre Basis wurde zerstört. Das heißt, Blackbeard muss sie ja da irgendwie dominiert haben. Ist halt die Frage, wie das so genau ablief. Und ja, er hante Teufelsfrüchte und das sehr erfolgreich. Die Frucht von Absalom hat er, wo er zum Beispiel auch ein bisschen gescheitert ist, ist ja die Feuerfrucht. In Dressrosa hat ja Burgess versucht, die Feuerfrucht zu gewinnen im Turnier, um halt Ace mehr oder weniger in der Crew zu haben. Er wollte ja damals schon Ace überreden, seiner Crew beizutreten und ja, das war jetzt quasi so der Austausch, okay, wenn ich Ace nicht kriegen kann, dann hole ich mir halt jetzt im Nachhinein so eine Frucht und das hat halt auch nicht funktioniert. Aber ja, aktuell ist quasi sein Plan, seine Kraft immer und immer weiter zu maximieren, sodass er jetzt nach und nach sich für alles wappnen kann. Wir sehen jetzt, also das Finale, was wir wissen, ist, dass er auf dass er auf einer Insel chillt mit seiner Crew und Gecko Moria da jetzt quasi ist und ja, er inzwischen, finde ich, mit seiner Crew den Stand erreicht hat, dass man wirklich sagen kann, was soll diese Person jetzt noch aufhalten? Also ich bin ehrlich auch, er als Kaiser-Crew, ich habe ihn zwar schon jetzt immer ernst genommen als Kaiser-Crew so an sich, er als Charakter, so isoliert, ist er der krasseste so. Er ist der stärkste Charakter in One Piece Welt, würde ich sagen. Man kann zwar immer die Debatte jetzt mit Shanks noch aufwerfen, dass er stärker ist, aber ich glaube, er hat damals schon ohne Teufelsfrucht fast schon das bewiesen, dass er stärker ist. Also, wir haben halt wenig Informationen, ich will mich so weit aus dem Fenster lehnen. Aber so als Crew, für mich gehört, eine Kaiser-Crew gehört für mich auch immer eine riesen Anhängerschaft zu. Und wir hatten bis jetzt halt immer nur seinen inneren Kader, diese paar Leute, die man halt kennt, die natürlich stark sind und so und richtig krasse Leute sind, die heftige Verbrecher in der Welt sind und auch heftige Früchte jetzt nach und nach immer mehr kriegen. Aber es fehlt für mich immer noch diese Riesenanhängerschaft. Aber jetzt seit den letzten Chapter vor einigen Monaten, 925, wo wir ihn gesehen haben in dieser Beehive oder so, hieß es, glaube ich, so Bienenstock-mäßig, so, das war so ein Totenkopf, der so wirklich wie so eine Wabe, wirklich wie so ein Bienenstock ausgehöhlt war, wo es wirklich eine Piraten, es wurde auch, glaube ich, Piraten-Paradise genannt oder so, war wirklich so ein, wo einfach nur Piraten sind, die einfach ihr Leben leben wollen in Freiheit und so, und da war er nun mal da oben als Anführer von diesen ganzen, als Kaiser, und da waren überall Leute, die um ihn, er hatte da seine Weiber links und rechts und er so andere Saufkumpanen, also ganz viele andere Leute auch, und das hat mir das erste Mal gezeigt, okay, er ist als Kaiser angekommen. Erstmal natürlich klamottentechnisch ist seine Crew auf einem neuen Level jetzt nach dem Timeskip. Und auch seit das ganze Auftreten und die Leute halt, die ihn da noch so chillen. Also da sind überall kleine Anhänger auf der ganzen Insel und so, die sich wahrscheinlich ihnen auch untergeordnet haben. Einfach so, weil Blackbeard ist zwar ein Antagonist, aber er vertretet wirklich so auch diesen Piraten-Lifestyle. Ja, Freibeuter, so. ja, genau. Wirklich so frei leben, was ihr wollt, einfach nur feiern, saufen und so und macht, was ihr wollt jeden Tag und so. Und nehmt euch das, was euch zusteht. So, und da sind natürlich viele sofort auf seiner Seite und ich denke, der wird auch eine riesen Anhängerschaft haben. So. Natürlich wissen viele nicht, wie grausam er ist und was er getan hat, um da zu sein. Aber er ist ja auch so vom Auftreten, wenn man ihn sieht, so, wenn man nicht weiter wüsste, wie er tickt und was. Ist er ein fucking sympathischer Typ, immer am Lächeln, am Fressen und am Saufen und sagt, hier kommt alle her. Und ich weiß nicht, ich finde ihn auch so als Charakter, er ist zwar böse und so, Antagonist, aber er ist für mich irgendwie auch so sympathisch und ich kann Leute verstehen, die auch sich ihn anschließen so. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er jetzt auch schon vielleicht ein paar tausend Leute unter sich hat. So, gerade viele sind auch so gestrickt, dass sie einfach den Stärksten unterordnen und dann sind sie auf der sicheren Seite. So, weißt du, kann ich auch, gibt es wahrscheinlich auch viele, so, weißt du. Will gerade sagen, weil Blackbeard ist von der Stärke auf jeden Fall ein Vorbild und gerade für diesen Piraten-Lifestyle, wie du gesagt hast, absolut verständlich. Auch für die Anime-Zuschauer war es ja jetzt vor kurzem auch gerade zu sehen oder halt für die Manga-Leute vor gar nicht so langer Zeit. Gibt es ja zum Beispiel Charaktere wie Pinkbeard oder so, die sich auch einfach Blackbeard untergeordnet haben und die haben ja auch wieder Crews mit einzelnen Leuten. Das heißt, es gibt schon Leute unter Blackbeard, wie dann halt zum Beispiel Pinkbeard, der dann von den Revo-Kommandanten besiegt wurde. Und hier merkt man halt auch, dass die sich ihn zwar unterordnen, aber Blackbeard überhaupt nicht als Charakter kennen, weil die Revos haben es ja dann schon gemerkt. Sie haben ja dann, sie wissen ja, wie sie gegen Blackbeard gekämpft haben, haben sie wahrscheinlich ein, zwei Charakterzüge wohl oder übel bemerkt. Und Pinkbeard meinte ja dann, zu den Revo-Kommandanten oder zu Bellobetti war es, glaube ich, genau, wo er dann halt so meinte, ja, Blackbeard wird mich quasi rächen und ihr habt keine Chance, wenn Blackbeard sich darum kümmert und so. Und dann meinte Bellobetti halt auch so, der schert sich einen Dreck um seine eigenen Leute. Das heißt, viele Leute sind natürlich ein bisschen geblendet von Blackbeards Auftreten und können halt einfach nicht einschätzen, wie er als Person wirklich ist. Aber er hat auf jeden Fall eine große Anhängerschaft.
die absolut gerechtfertigt ist, muss man allerdings sagen. Also ich glaube, es geht einem, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, muss man sagen, wenn man unter den Blackbeard-Piraten ist, weil die sind halt einfach fucking unantastbar. Und, finde ich, der letzte wichtige Charakterzug, den wir jetzt hier noch nicht haben, ist natürlich seine Crew, die alle irgendwo stark sind und jetzt halt mit ihren Teufelsrüchten ausgestattet werden und alle krass sind, aber die finale Person, die finde ich für mich noch eine enorme Stärkeindiz ist, sowohl vom Wissen her, also für strategische Zwecke gegenüber der Weltregierung, als auch von der Stärke her, ist Kusan. Weil wir wissen immer noch nicht genau, was mit Kusan ist, aber er hat auf jeden Fall eine Verbindung zu Blackbeard und das ist da noch so, finde ich, das letzte Stärkeindiz, was man erwähnen kann. Also was er auch... Also es muss ja ein Nutzen von beiden Seiten aus sein. So. Sie meinten ja Vertrauen so und dass die Sache, warum sollten sie ihnen, also wenn sie schon sagen, können wir ihnen vertrauen, dann impliziert es ja fast schon, dass man davon ausgeht, dass Kusan zu Blackbeard gegangen ist. So, weißt du, weil warum sollten sie sonst das so annehmen? Das war wie Shiryu quasi so, die 1:1 Kopie. Ja, echt so. Also das ist halt die Sache. Ich kann mir vorstellen, dass er eventuell, ja, er blickt zwar durch und so, für mich scheint Kusan noch einer zu sein, der wirklich Durchblick hat. Er war jahrelang bei der Marine, ist jetzt aber rausgegangen und so und weiß genau, was in der Welt abgeht. Aber letztendlich, weiß ich, kann ich mir schwer vorstellen, warum er von Blackbeard irgendwie profitieren könnte. Also was für eine Kooperation, was kann da stattgefunden haben? Irgendwelche Informationsgeschichten oder er hilft bei Blackbeard oder weiß ich nicht. Was kann es sein? Was denkst du denn so bezüglich dieser Kooperation? Also ich habe ja mal ein Video gemacht, dass Kusan wissen wollte, wie man zwei Teufelsrüchte isst. Aber das wäre echt eigentlich mal cool. So. Das habe ich mal hochgeladen, weil schlussendlich wollte ja Kusan eigentlich immer das umsetzen, seine Philosophie von der Gerechtigkeit. Und er hat ja gelernt, dass die absolute Gerechtigkeit nicht das Richtige ist. Er hat es ja durchgeführt an Hago di Sauro, hat er es ja gemacht quasi und hat dann charakterlich daraus gelernt und für sich gemerkt, dass es nicht das Richtige ist. Ist im Kampf gegen Akainu gescheitert, jetzt herrscht die absolute Gerechtigkeit. Und ich habe dann halt im Video gesagt, okay, vielleicht, also er ist der Marine ausgetreten, weil er wusste, dass er von da nicht mehr agieren kann, um irgendwie dagegen vorzugehen. Er wird niemals als Admiral den Flottenadmiral anzweifeln können. Sieht man ja auch an Fushitora, der scheitert ja auch immer gefühlt täglich an Akainu so. Und ja, dass er sich halt andere Möglichkeiten sucht und dementsprechend weiß man ja auch, dass Kusan in der Unterwelt aktiv war, also halt so in diesem ganzen Milieu quasi, wo die zwielichtigen Gestalten so Menschenhandel betreiben und so, dass sich da halt auch ein Kusan bewegt hat, aber ich glaube halt einfach, dass Kusan sich verschiedenste Informationen zu Gemüte geführt hat, um einfach stärker zu werden, um seinen Zielen näher zu kommen. Also ich glaube halt nicht, dass Kusan jetzt einfach sich so denkt so, ja, jetzt habe ich verloren und mal gucken, was das Leben so bringt. Also der wird auch noch ein Ziel haben und das hat ja auch Doflamingo gesagt, wo stehst du jetzt eigentlich, was ist dein Ziel, hat er dann sogar zu Kusan gesagt und Kusans Antwort wissen wir natürlich nicht, aber ja, vielleicht ist es sogar das wäre der Genius-Move, also natürlich ist halt in Frage gestellt, ob wirklich dann jeder zwei Teufelsfrüchte essen kann, höchstwahrscheinlich nicht, zu 99% nicht, aber es wäre halt fucking, ey, stell dir mal vor, so ein Kusan kommt um die Ecke und hat zwei Teufelsfrüchte, alles Alter, aus, Digga. Das wäre absolut krank, also das würde komplett nochmal alles aufwerfen. Ja, jetzt lass uns nochmal am Ende nochmal kurz darüber reden, was glaubst du, was jetzt Blackbeards Plan ist bezüglich, ja, will er das Rootpoint-Glied von Big Mom jetzt holen, weil es steht ja in der Zeitung, dass Big Mom auf dem Weg nach Wano Kuni ist und so und es ist wahrscheinlich auch bekannt für ihn, dass das Rootpoint-Glied da ist auf Whole Cake Island, weil wenn selbst die Minks und so das wissen, dass das, dann wird er das eh wissen, so, er war jahrelang in der neuen Welt. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sich das Rootpoint-Glied jetzt holt und jetzt auch in Kraft tritt, weil er wurde nicht ohne Grund jetzt vor einigen Chaptern da gezeigt, dass wir jetzt sozusagen auch ein bisschen sehen, dass er es mit seinem Plan weiter fortführt und dann sich das Rootpoint-Glied holt. Vielleicht sehen wir dann Aufeinandertreffen von ihm und Katakuri oder sonstiges. Sowas würde ich mir wünschen, dass er vielleicht sogar Katakuri tötet oder sonstiges und Katakuri vielleicht Charakterwandel gemacht hat und sonstiges und jetzt aber trotzdem traurig davon geht letztendlich. Sowas wäre krass. Also das wäre echt heftig. Dass er gegen Cracker und Katakuri, dass er die zusammen besiegt, so und dann auch, dass wir als Zuschauer sehen, okay, Ruffy ist noch ziemlich weit entfernt, so, der hat einfach beide besiegt, so. Es gibt ja auch die Theorie, die gar nicht so weit hergeholt ist, dass es mal in One Piece einen Abschnitt geben wird, wo Blackbeard Piratenkönig ist und wo Ruffy ihn dann quasi vom Thron stürzen muss, um selbst Piratenkönig zu werden. Was ich halt ultra heftig fände, ist halt so ein Blackbeard, wo aktuell denkt jeder, dass Blackbeard ganz hinten ansteht. Also wenn man Ruffy als fünften Kaiser zählt, dann hat man halt mit Shanks, der natürlich ein bisschen außen vor steht, weil
er weiß, was zu tun ist, so wenn er theoretisch das One Piece finden will, braucht er nicht die Roadpony-Glyphe groß dafür. Aber Big Mom hat eins, Kaido hat eins und Ruffy hat eins, also die sind alle Blackbeard voraus und es wäre so ein krasser Moment, ich sag's nur, Kapitel 1000, Freunde, wenn der auf Wano Kuni kommt, um sich da das Roadpony-Glyph zu holen, vorher dann schon die Info kommt, wenn dann vielleicht Big Mom oder irgendjemand da fragt und er sagt, klar, Whole Cake Island, Katakuri ist tot und so, oder Cracker auch tot und so, beide getötet. Und wir haben ja auch nicht alle auf der Insel gesehen, wo Absalom getötet wurde, beziehungsweise wo Gecko Moria jetzt ist. Und wir haben ja auch Kusa nicht gesehen. Ey, stell dir mal vor, die sind auch auf Su und holen sich da das Roadpony Glyph. Also die holen sich das von Whole Cake Island und ein paar andere Leute holen sich das von Su, das Roadpony Glyph. Das wäre krass. Und das verschollene Roadpony Glyph war die ganze Zeit in der Finsternis von Blackbeard. Und dann hat er drei Roadpony Glyphe und Kapitel 1000, zack, ist er auf Wano Kuni und will sich das letzte holen. Ey, Digga, dann sterbe ich aber. Das geht ja so schnell, theoretisch. Also sie können ja, das geht so schnell. Also ey, mit der jetzt Kraft einfach nächstes Chapter auftauchen und sagen, okay, ich war auf Whole Cake Island, Katakuri ist tot, ich hab das Roadpony Glyph von da. Dann Kusan war mit ein paar Leuten auf Sunisha drauf, also auf Su, und hat sich da das Roadpony Glyph gesneakt. Warum er das auch weiß, ist ja erstmal dahingestellt. Und das verschollene Roadpony Glyph habe ich sowieso schon die ganze Zeit gehabt, Bitch. So, und dann sagt er so, ja, und das würde auch direkt aufwerfen, wie die Strohhüter an das logischerweise dann auch an die letzten Roadpony Glyphe kommen. Deswegen, ey, das wäre Hammer. Sie müssen weil dann gegen ihn kämpfen. Auch wieder von hier. Kopfgeld Nullberry, jetzt über 2 Milliarden, also von Null, von dem mit den niedrigsten zu dem mit den höchsten, wäre auch hier wieder, finde ich so, der Kaiser, der am weitesten von One Piece entfernt ist, zu dem, der auf einmal kurz davor steht. Also auch wieder von 0 auf 100, wie immer so bei Blackbeard eigentlich. Deswegen, ja, boah, das einfach wäre fucking legit, ey. Das wäre halt echt geil. So, sowas würde ich mir auch wünschen. Oder dass er auch vielleicht Sunisha also dann noch umbringt. Wie krass wäre das denn? Das wäre auch mal heftig. Das, so. Das sehe ich auch wenig Charaktere so dazu entstanden, aber er könnte das, glaube ich, machen. So. Mit einem Beben, klar. So holt aus sich dem das Gleichgewicht bringen. Roadpony-Glyph und prügelt da einmal gegen, dann bricht das Gelenk weg und dann ist es vorbei. So. Also theoretisch kann er da einmal gegenhauen mit seiner Gura-Gura-Nomie. Oder ich habe mir auch so einen Gedanke in meinem Kopf ab und zu, der ist eigentlich auch ganz cool, dass er letztendlich Ruffy die Roadpony-Glyphen holen lässt und am Ende dann die Strohhüte aufsucht und sich einfach unter den Nagel reißen lässt. So. Also holt dann sich einfach die Kopien und vernichtet Ruffy dann vielleicht im ersten Kampf so als Niederlage, dass wir sehen, okay, Ruffy ist ja noch gar nichts. So. Und dass er dann letztendlich die Roadpony-Glyphen klaut. Das wäre natürlich auch ein krasser Rückschlag und wäre auch heftig. Weil eigentlich in einem Werk muss der Antagonist immer ein bisschen vor dem Protagonist sein, so um halt die Spannung. Und bis jetzt ist Ruffy einfach schon so, wenn der Wano Kuni jetzt noch schafft, ist er so mit, ich sag mal, mit dem Fuß um den halben Körper schon auf Raftel. So, fehlt da nur noch ein Pornoglyph, das ist ja nichts so. Ne? Zumal ja auch Blackbeard nicht blind ist, der muss ja auch gesehen haben, dass Shanks halt, also ich meine, auf dem Marineford wurde ja auch zu Shanks von seiner Crew gesagt, möchtest du Ruffy nicht sehen, und er hat den Strohhut aufgehoben und so. Wenn Blackbeard nicht dumm ist und 1:1 zusammenzählt, weiß er ja auch, dass Ruffy im Zweifelsfall auch zu Shanks gehen kann, so, weißt du? Das heißt, theoretisch, also rein nach dem logischen Empfinden dürfte Blackbeard nicht chillig da mit den Frauen sitzen und sich besaufen, sondern müsste fucking hart dafür ackern, um Piratenkönig zu werden. Aber da er da so gechillt sitzt, kann man sehr stark davon ausgehen, dass er genau weiß, was er tut und dass er halt eben nicht hinten dran hängt und wir das nur denken. So, deswegen, ja. Das ist so, denke ich, auch mit das Wahrscheinlichste. Ja, das stimmt. So, ansonsten hast du noch irgendwas zu sagen? Es gibt so viel, man kann ja in jeden Bereich, man kann ja in jede Richtung theoretisch Blackbeard bezüglich spekulieren. Man kann ja wirklich in jede Richtung. Ich bin raus. Ja, ich bin auch. Also Leute, wir haben über eine Stunde wieder geredet hier über Blackbeard so und wir könnten noch eine Stunde machen, aber irgendwann muss man ja den Laden dicht machen so, weil wir wollen ja auch noch Redestoff für die anderen Podcasts haben. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ihr könnt ja mal ein oder zwei Vorschläge in die Kommentare rausdonnern hier so. Und ansonsten ein Like, wie gesagt, und irgendwas. Schreibt mal Hashtag. Was kann man nehmen? Fällt dir was ein? Auf die Schnelle jetzt so? Irgendwas Variables. Schreibt mal Hashtag euer Lieblingsmitglied von den sieben Samurai. Ja, schreibt genau. Das mal rein. Genau, sowas. Auch ehemaliger, also auch Jinbei und so, alle erlaubt. Schreibt mal einfach Hashtag und dann der Charakter, den ihr am liebsten von den sieben Samurai mögt. Genau, so. Egal dann. Von damals oder von heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, Leute. Ich wünsche euch, also ich bin, wenn das hier rauskommt, bin ich in Dubai, liegt da in der Sonne und das ist alles vorproduziert hier. Aber, wie gesagt, wir haben an den Podcast gedacht und haben das Ganze hier aufgenommen. Deswegen, ja, Leute, an euch ist immer gedacht. Und ich bin jetzt raus. Ich gebe natürlich Myrolox wieder die letzten Worte wie immer und sag schon mal ciao.
Ja, aber noch nicht Tschüss. Aber noch nicht Tschüss, das kommt gleich. Ja. Das sehe ich mir noch auf. Ja, auf jeden Fall wieder enorm geil. Wie gesagt, Charakteranalyse finde ich ein unglaublich gutes Format für einen Podcast. Gerade hier sieht man ja ein Paradebeispiel dafür. Und mir fallen auch jetzt schon 20 andere Charaktere ein, wo man das eigentlich mal machen kann. Wie gesagt, Wünsche dafür gerne willkommen. Und ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich bin nächste Woche nicht in Dubai. Ich sitze auf Arbeit und denke mir, ja, ich wär gerne in Dubai. Und mit diesen Worten beende ich diesen Podcast und sage ciao und tschüss.